Hallo und herzlich willkommen zu Grünzeug aus dem blühenden Barock in Ludwigsburg. Ja, Pflanzen für sonnige Standorte gibt es jede Menge. Aber hier in dieser Situation, im Halbschatten oder Schatten, wird es schon etwas schwieriger. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie sogar auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon mit Pflanzen, die Schatten lieben, bunte Bilder zaubern können. Wie sich in der ganzen Sendung alles um Pflanzen dreht, die Schatten lieben. Viele Schattenpflanzen haben große, dicke und weiche Blätter. Man kann ihnen also ansehen, dass sie sich im Schatten wohlfühlen. Und es gibt eine große Auswahl an diesen Schönheiten. Ja, wir sitzen hier im blühenden Barock bei der Bepflanzung unserer Allee ganz auf die Begonie. Die ist eine der einfach dankbarsten Pflanzen für halbschattige und schattige Bereiche. Sie ist nicht winterhart, aber sie blüht so von Mitte Mai bis Anfang November absolut zuverlässig durch. Begonien gibt es in allen möglichen Variationen. So oder ein bisschen lockerer. So auch natürlich in allen Blütenfarben. Und die Begonien brauchen eines. Sie brauchen gleichmäßige Wasserversorgung und sie zeigen Ihnen sehr schnell, wenn sie entweder zu sonnig stehen oder ein bisschen zu wenig Wasser haben. Dann kriegen sie nämlich solche braunen Ränder. Ja, so wie man es hier sieht. Das ist im Prinzip jetzt kein großes Problem. Das wächst sich mit der Zeit wieder aus, wenn sie wieder genügend Wasser bekommt. Bevor ich so richtig losgärtnere hier, schauen wir uns gemeinsam an, was es in Grünzeug heute sonst noch so gibt. Auf der Gartenschau in Bad Herrenalb lassen wir uns von den Schaugärten inspirieren. Mein Wunsch wäre, dass man Emotionen weckt bei dem Kunden oder bei den Hobbygärtnern, einfach um zu zeigen, was im Garten alles möglich ist. Und wir besuchen eine Kräuterfrau in ihrem großen grünen Wohnzimmer. Wenn ich jetzt draußen in der Natur bin und meine Kräuter sammle, das ist für mich die Art und Weise, auch immer ein bisschen runterzukommen. Also ich entspanne quasi ein Stück weit bei der Arbeit. Um Schattenpflanzen geht es heute und da darf das fleißige Lieschen nicht fehlen. Eine der ältesten Zierpflanzen überhaupt, die es gibt, die gab es schon im Barock. Da gibt es hier den Klassiker, das weiße, normale, in Anführungsstrichen fleißige Lieschen. Das würde ich jetzt mal kombinieren, setzen wir eins mal ein, mit diesem sogenannten Neuguinea-Lieschen. Das ist eine Art der fleißigen Lieschen, die vor 15, 18 Jahren gezüchtet worden sind, haben ein bisschen größere Blüten und ein bisschen kräftigere, auch stabilere Blätter. Beide wollen eben den Halbschatten oder den Schatten. Und jetzt machen wir mal eine Zweierkombination aus roten und weißen. Und ich mache mir jetzt gar nicht vorher so viel Gedanken, wie ich das im Einzelnen mache, sondern ich pflanze jetzt einfach mal vor mich hin und überlege jetzt mal, wo ich das zweite Weiße setze. Das würde ich jetzt mal hier machen. So, noch ein rotes. Und dann noch eins. Und Sie denken jetzt, Mensch, der pflanzt aber dicht. Das mache ich natürlich bewusst so, weil wir haben jetzt Hochsommer und die Pflanzen haben ja keine 12 Wochen mehr Zeit zuzuwachsen. Das heißt, wir pflanzen so eine sommerliche Schale, die bis in den Herbst rein halten soll, natürlich relativ eng, schon eigentlich auf Endabstand, sodass wir jetzt schon auch am Schluss eine richtig kräftige Farbpalette haben. Überhaupt nicht schreiend bunt ist unsere andere Pflanzkombination, die wir in diesem Terrakotta-Kübel haben. Das sind Hostas, also Funkien kombiniert mit Fuchsien. Die Funkien bringen dieses grüne Laub, die sind ja Stauden, also kommen jedes Jahr wieder. Und die Fuchsien sind Saisonpflanzen, die aber hier sehr zurückhaltend blühen. Das Ganze, würde ich sagen, hat fast so ein bisschen aristokratischen Charakter. Elegant und zart sind Fuchsien und Funkien. Farbenfreudig, ja feurig wirken die fleißigen Lieschen. So werden Schattenplätze zum Leuchten gebracht. So, und jetzt pflanze ich meinen Lieblings-Schattenbalkon-Kübel. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ich habe keinen vorgefertigten Plan, sondern das machen wir jetzt mal gemeinsam, so Schritt für Schritt. Jetzt fangen wir mal an, hier mit diesen Blattstrukturpflanzen, die aber auch einen Blütenaspekt haben, die Heucheras oder Purpurglöckchen. Erstmal hinstellen. Das machen wir jetzt wie bei der Pflanzung im Beet. Wir stellen es erstmal hin, dass wir noch beweglich bleiben.
Ideal ist, nicht immer eine Pflanze zu nehmen, sondern immer zwei oder drei von einer Sorte oder Art, dass es auch ja, so ein bisschen Struktur kriegt. Aber hier, so, da haben wir, dass es auch ein bisschen zufällig aussieht. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Höhe in dieser Pflanzung. Das kriegen wir durch die Astilbe. Und jetzt kommt was ganz, vielleicht na, ein bisschen Irres. Es kommt jetzt die Begonie rein. Und das, die Begonie hat ja in den letzten 5-6 Jahren wieder eine Renaissance erlebt. Früher als Oma-Pflanze tituliert, weil jeder kannte sie. Aber sie ist dann 10, 15, 20 Jahre lang fast in Vergessenheit geraten. Und deshalb machen wir jetzt mal richtig hier Begonienwunder. So, das schauen wir. Die blüht auch ganz schön. Jetzt machen wir die Begonie da hinten hin und dann bringen wir noch mal Höhe mit dieser zweiten Astilbe. Die machen wir jetzt mal da an den Rand, nee, so schräg davor. Und jetzt geht es natürlich dann ans Pflanzen. Das, was noch fehlt, wird ergänzt. Astilben, Begonien und Heucherer sind nicht allzu anspruchsvoll. Für Begonien sollte die Erde eher nährstoffreich und gut wasserdurchlässig sein. Wegen ihrer fleischigen Blätter und Triebe reagieren Begonien sensibel auf starken Wind, Hagel oder Regen. Besonders gut geht es ihnen also an geschützten Plätzen. So, der Balkonkasten, mein Lieblingsschattenkasten, ist fertig bepflanzt. Jetzt natürlich um die Jahreszeit im Hochsommer kräftig angießen. Und da brauchen wir hier diesen Sprenzer-Einsatz auf Schwäbisch gesagt nicht, weil die Begonien zum Beispiel sehr empfindlich sind. Die wollen so wenig wie möglich Wasser auf dem Laub haben. Also kräftig gießen. Und jetzt auf zur Gartenschau nach Bad Herrenalb. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Falkensteinfelsen mitten im Schwarzwald blüht der Kurort Bad Herrenalb regelrecht auf. Farbenfroh und inspirierend erleben Besucher die Gartenschau. Noch bis zum 10. September dauert das große Gartenfest. Die renaturierte Alb. Das kühle Nass sorgt für Erholung und Entspannung. Das Gartenschaugelände rund um das alte Kurhaus bekam ein neues, frisches Gesicht. Mitten im großen Kurpark der kleine Kurpark. So heißt einer der Schaugärten. Stefan Fromm hat als Landschaftsarchitekt das Ausstellungskonzept der Gartenschau mitgestaltet und auch dieser Garten trägt seine Handschrift. Eine elegante, zarte Pflanzung und 5 Zierkirschen prägen die kleine Gartenwelt. Der Garten ist bewusst mit einer Hecke umschlossen, einer Eibenhecke, die den Blick auf den Garten selber lenken soll, hat aber auch eine Lücke, die den Ausblick in den großen Kurgarten ermöglicht. Und wir haben hier mit ganz einfachen Mitteln eine Atmosphäre geschaffen, die Entspannung, Ruhe, Erholung ermöglicht. Und wir wollen hier einfach einen schönen Beitrag schaffen, der vielleicht so schön ist sogar, dass er vielleicht auch nach der Gartenschau noch bleiben kann. Denn eigentlich sind die Themengärten nur für die Zeit der Gartenschau angelegt. Der Garten mit dem Namen Unter 300. Gartengestaltung und Ökologie stehen hier perfekt im Einklang miteinander. Ralf Schöntaler aus Straubenhardt hat mit seinem Team alles geplant und umgesetzt. Das Konzept ist, dass wir Materialien verwenden, wo alle im Umkreis von unter 300 Kilometer herkommen bzw. produziert sind. Also alles regionale, heimische Materialien, wo also nichts aus China oder irgendwo im asiatischen Raum kommt, dergleichen. Auch die Pflanzen sind oder waren heimisch in der Region, wie der Sumpfporst. Heute ist die alte Heilpflanze selten geworden. Die Mispel, auch sie ist fast in Vergessenheit geraten.
Früher war sie in vielen Bauerngärten zu finden. Mein Wunsch wäre, dass man Emotionen weckt bei dem Kunden oder bei den Hobbygärtnern, einfach um zu zeigen, was im Garten alles möglich ist. Sei es jetzt in Form von den verschiedenen Sandsteinmaterialien oder Natursteinmaterialien oder auch von den Pflanzen. Heimische Vielfalt. Der rote Sandstein besticht dabei genauso wie der helle Jura. Spannend, die unterschiedlichen Pflasterungen. Ein erweiterter Wohnraum, in dem man sich gerne aufhält. Ein weiterer Gartentraum präsentiert sich hier. Thomas Westenfelder aus Eggenstein am Rhein hat ihn gebaut. Mit allem, was ein grünes Wohnzimmer braucht. Der Garten heißt Alp-Rhein-Grün. Wir verwenden große Kiesel, wie sie in der Alp vorkommen, und kleine Kiesel, wie sie bei uns im Ort aus dem Baggersee geholt werden. Deshalb die Verbindung Alp-Rhein. Und das Grün, die Pflanzen, verbinden dann die beiden Städte miteinander. Besonders formschön und praktisch, kleine, glattgeschliffene Kiesel auf dem Weg. Verklebt mit Epoxidharz ist das ein attraktiver Bodenbelag. Auch die Staudenpflanzungen sind ein Blickfang. Sie geben Anregungen für die richtige Komposition im Gartenbeet. Wir haben ein paar Birken verwendet im Sitzplatzbereich für die Schattenwirkung. Einen großen Schattenbaum, einen Maulbeerbaum in dem kleinen Sitzplatz. Und ansonsten nur Stauden, die sehr stark wüchsig sind, die Farbe in den Garten bringen und die vor allem pflegeleicht sind, weil sie keine Unkräuter zulassen. Und so haben Gartenfreunde auch mehr Zeit, um ihr kleines Idyll genießen zu können. Bei dieser Idee kommen neu und alt gekonnt zusammen, mit schönen Details aus der Vergangenheit. Einst Fenster, heute eine Sitzbank. Vieles ist möglich bei der Gestaltung des eigenen Gartentraums. Ein Besuch in Bad Herrenalb auf der Gartenschau lohnt. Kommen Sie vorbei. Wir sind zurück im blühenden Barock vor dem Eingang zur neuen Vogelvoliere. Hier fühlen sich Schattengräser wohl. Wir haben den Zugang zu unserer großen Vogelvoliere im Frühjahr neu bepflanzt. Hier ist ja eine relativ schattige Situation, es ist fast dunkel hier. Deshalb haben wir versucht, eine Säcke zu nehmen, die ist so weißbunt, steht im Katalog, aber in Wirklichkeit ist es auch so ein kleines bisschen hellgelb. Und jedenfalls ist diese Säcke so bunt, dass die durch ihr Laub diese Situation richtig schön aufhält. Und eines ist hier passiert, was ganz normal ist im ersten Pflanzjahr. Das ist so ein typisches Anwachsproblem. Da sind überall diese braunen Blätter. Ja, und man denkt, oh, die Pflanze, die geht kaputt. Aber das ist kein Problem. Das ist einfach dieses typische erste Jahr, wo die Pflanze ein bisschen kämpft, bis sie angewachsen ist. Da, wenn man viel Zeit hat, dann kann man diese braunen Blätter alle wegzupfen. Wenn nicht, verschwindet dieser Effekt auch im zweiten Jahr von alleine. Also die Pflanzung sieht sehr gut aus. Die wird nächstes Jahr schon komplett dicht sein und es wird hier eine wunderschöne, so grün-weiß-bunte Fläche sein. Aber Sie werden natürlich in Ihrem Garten keine so riesen Flächen haben, um Gräser zu zeigen. Deshalb ist der Herr Fähnle drüben schon dabei, mal eine Situation zu bepflanzen, wie sie im Hausgarten normalerweise öfter ist. Das heißt, wir pflanzen dort auch verschiedene Gräser. Und da gehe ich jetzt mal rüber. Gräser in ihren vielen Varianten sind gut geeignet, im Garten besondere Akzente zu setzen. Gerade auch schattige Plätze werden durch sie attraktiver. Es kommt auf die geschickte Kombination unterschiedlicher Arten an. Ah, Herr Fähnle, ich sehe, Sie sind schon mittendrin und eindeutig, Sie haben gute Bodenvorbereitung gemacht. Ja. Die Schaufel geht rein wie Butter. Wunderbar, so muss es sein. Ja, wir haben hier so eine typische Situation, oder? Ja, die Hainbuche hier, die Kastanienallee, macht Schatten, macht Nacht, Krabbennacht hier. Richtig dunkel. Und das ist eine Situation, wie sie eigentlich auch in jedem Hausgarten oftmals entsteht, wenn die Bäume ein bisschen älter werden und dann hat man so Flächen, wo man sagt, Mensch, was mache ich damit? Also, und da sind die Gräser genau richtig, die schattenverträglich sind. Hier haben wir das Pfeifengras. Wenn es blüht später, wird es so 80 cm hoch. Es ist noch eine junge Pflanze. Da würde ich mal hier hingehen, so mit einer Dreiergruppe. Dann
Nochmal was Hohes vielleicht, die Schmiele, die Waldschmiele, Herr Fähnle, vielleicht hinten nochmal als Abschluss irgendwo. Ja, ich brauche halt noch Platz für genau, meinen ja, Riesen. Da habe ich noch drei Kameraden, die machen wir da vorne, ne? Als Gruppe. Okay, und dann machst du es. Ja. Jetzt haben wir praktisch die Höheren. Das hier ist die ganz normale. Ah, oh, die Spitze. Weiß. Trittfest. Machen wir öfter bei Trampelpfade, Märchengarde oder man so. Man könnte fast drauftreten. Ja, ja, das ja. ist so die Waldform der Säcke, also die bei uns im Wald auch wild vorkommt. Schauen wir mal, was wir verwenden. Und dann kommt natürlich mein Liebling bei den Schattenkreisern, das ist die sogenannte Schneemarbel. Bleibt niedrig, 20 cm nur und hat richtig tolle weiße Blüten, wie so ein kleiner Schneesturm. Bleibt kommt die das. Immergrün oder wintergrün auch? Oder? Die ist wintergrün, genau. Und gute Frage, Herr Fähnle, die bleibt nämlich auch wintergrün, während diese Bergsäcke mit dem filigranen Laub auch eine ganz niedrige Form bleibt, aber die friert ab, wird braun, ist aber nicht schlimm, schneidet man dann im Frühjahr ab und so hat das Beet dann auch verschiedene jahreszeitliche Aspekte. Okay. Und man sollte ja vor dem Winter nicht gleich alles abhobeln, alles abschneiden, da haben wir einen wunderschönen Winterschmuck auch. Genau, wenn man sich vorstellt, dass hier dann diese Samenstände dann später stehen und da ein bisschen Raureif drauf ist, großartig. Allerdings, Samen ist ein Stichwort. Wenn man nicht, dass es vermehrt wird, dann muss man es halt vorher abschneiden. Man muss da ein bisschen eingreifen. Also, jetzt würde ich mal sagen, jetzt verteilen wir mal Pflanzabstand so 35, oder? Ja! Die meisten Schattengräser lieben lockeren, humosen Boden. Im Laufe der nächsten Wochen wachsen sie in ihren unterschiedlichen Höhen dicht zusammen. Dann wird an diesem Schattenplatz ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Gartenbild zu bewundern sein. Ja, sie wundert sich vielleicht, wie locker ich hier so nah am Stamm pflanze. Ich muss zugeben, ich habe mich auch gewundert. Weil normalerweise könnte es auch sein, dass man durchaus mal einen Meter vom Stamm wegbleiben muss. Weil wenn einfach die Wurzel zu dicht wird, dass man quasi einen Presslufthammer braucht, so nah darf man nicht dran gehen. Also man muss schon noch vernünftig pflanzen können, so dass man mit der Schaufel ordentlich in den Boden kommt. Und dann hat die Pflanze auch eine Chance, weiterzuwachsen. Hier optimal. So, Herr Fähnle, wie weit sind wir? Ja, ich habe die letzte. Ja, okay. Hast du hingeschwätzt? Ja, genau. Ja, ich wieder. Das Motto heißt, schaffen, nicht schwätzen. Viele Gräser sind anspruchslos. Sie müssen kaum gedüngt werden. Durst haben sie allerdings schon. Ja, Herr Fähnle, ich würde sagen, sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt erstmal die großen, die hohen Gräser gepflanzt. Ja. Das Pfeifengras. Und die Breitblattsäcke mit dem saftigen Grün wird doch klasse dahinter. Ja, macht ein bisschen hell eher in diesem dunklen Bereich. Aber mein Liebling ist doch die Riesensäcke. Wenn Sie zu mir mal sagen, die wäre ein Riesensäckel, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja Prachtgras. Ja. Das wäre aber, jetzt sind wir im Schwäbischen ganz tief und das war jetzt ein echtes Wortspiel, nur für Leute, die sich wirklich auskennen. Aber klasse, kommen Sie, jetzt machen wir diese Finish noch. Und ich denke auch, Herr Fähnle, ganz ehrlich, Gießen um die Jahreszeit dürfen wir auf keinen Fall vergessen, obwohl der Boden durch einen Gewitterschauer richtig schön angenehm ist. Aber da leiden die Gräser auf jeden Fall. Und jetzt geht's weiter in einem wunderschönen Kräutergarten in Roth am See. Wildkräuter, die Schätze der Natur. So oft es geht, ist Jessica Buschmeier-Gundel in ihrem großen grünen Wohnzimmer unterwegs. Ich bin eigentlich ein sehr hektischer und impulsiver Mensch. Und wenn ich jetzt draußen in der Natur bin und meine Kräuter sammle, das ist für mich die Art und Weise, auch immer ein bisschen runterzukommen. Also ich entspanne quasi ein Stück weit bei der Arbeit. Also die Wildkräuter sind jetzt für mich ein großer Luxus, für viele sind sie ja eine Plage. Im Gegensatz zu meinem Nutzgarten brauche ich die Wildkräuter nicht anbauen, die kommen von selber. Das Ganze zum Nulltarif, einfach praktisch. Juni bis August, das ist ein guter Zeitpunkt für die Mädesüßernte. Aus den Blütendolden zaubert die Kräuterexpertin gerne köstlichen Sirup. In ihrem großen, wilden Gundelgarten warten noch weitere Kräuterschätze. Wilder Dost zum Beispiel.
Er besitzt einen feinen Oregano-Geschmack, ideal für die mediterrane Küche. Jede Blüte, jedes Kraut, jede Frucht inspiriert die Expertin zu neuen handgemachten Produkten. Und sie öffnet ihr wildes Gartenparadies, gibt interessierten Teilnehmern gern Kräuterführungen. So, gleich als erstes zeige ich euch ein Kraut. Das ist eines meiner Lieblingskräuter, um das es heute geht, das wir verwenden zum Würzen. Kennt es jemand von euch? Ja, ich. Und, was ist es? Das ist der Gundermann. Das ist der Gundermann, genau. Hat auch noch eine weibliche Bezeichnung, die Gundelrebe, die mir natürlich viel lieber ist, weil sie unseren Familiennamen beinhaltet. Probieren und entdecken lautet das Motto. Nur so lässt sich die Natur in ihrer Vielfalt kennenlernen. Jetzt schaut er mal selber, ob er sie hier irgendwo findet. Langen Ranken sammeln, weil der Das alte Wissen über die Wildkräuter zu bewahren und weiterzugeben, ist Jessica Buschmeier-Gundel besonders wichtig. Also ich bin eigentlich schon ein Stück weit damit aufgewachsen. Meine Eltern waren mit mir früher eigentlich jedes Wochenende im Jagsttal zum Wandern in den Bergen im Urlaub. Und bei den frühsommerlichen Wanderungen haben wir immer Holunderblüten gepflückt. Und mein Vater hat dann abends draus die Holunderküchle gebacken. Es ist mir sehr wichtig, dieses alte Wissen zum Teil dieser Kräuter, die uns begleiten, die uns um uns herum wachsen, weiterzugeben. Weil es ist einfach eine einfache Art und Weise, sie in der Küche zu verwenden. Man hat sie überall, sie sind immer zugänglich. Und ich muss jetzt nicht unbedingt ein Töpfchen Rosmarin oder Basilikum im Supermarkt kaufen. Ich kann mir auch die Würze von der Wiese holen. Gemeinsam erkunden, sammeln, lernen. Das ist das Rezept, um die Lust auf Wildkräuter zu wecken. Und hier haben wir die Indianernessel. Eine ganz tolle Pflanze mit auch einem sehr witzigen Namen. Aber den Namen hat sie tatsächlich von den Indianern, weil sie von Nordamerika kommt und bei den Indianern als Heilpflanze verwendet wird, bei Magen-Darm-Beschwerden. Also die kochen sich da draußen Tee und er wirkt einfach beruhigend auf die Verdauungsorgane. Vom Geschmack her ist es sehr melissenartig, geht in die Melissenart der Geschmack und er hat noch einen Hauch von Bergamott. Dieses einzigartige Aroma verfeinert zum Beispiel jede Fleischmarinade. Bin überrascht, dass es so intensiv schmeckt. Hätte nie gedacht, dass Wildkräuter so einen tollen Geschmack haben. Nach der Kräuterführung lädt Jessica Buschmeier-Gundel zu einem gemeinsamen Outdoor-Kochkurs ein. In ihrer großen Wiesenwerkstatt gibt sie leckere Kräuterrezepte preis. Der enthält sehr viel Phytoaromen. Gefüllte Tomaten, bunte Salate und Fleischspieße. Mit diesen Köstlichkeiten verwandelt sich der Gundelgarten in ein großes Kräuterbuffet. Also ich genieße das immer, wenn ich Teilnehmer da habe und die dann für mich kochen. Und ich setze mich nachher an den gedeckten Tisch und kriege so ein tolles Essen vorgesetzt. Das finde ich einfach klasse. Und ich muss auch immer sagen, es schmeckt wirklich saumäßig gut. Und ja, das können wir mal wieder machen, oder? Grüne Köstlichkeiten im Grünen genießen. Was gibt es Schöneres? Pflanzen für schattige Bereiche im Garten oder auch auf Balkon und Terrasse, das ist unser Thema heute in Grünzeug. Und da dürfen die Ferne natürlich nicht fehlen. Und ich finde sowieso ganz persönlich, dass die Ferne in unseren Gärten so ein bisschen unterrepräsentiert sind. Christel, hast du dich mit Fernen bis jetzt so groß befasst? Groß nicht, kleines bisschen, aber ich finde sie so faszinierend schön. Stimmt. Mhm. Ja, man sieht ja hier in diesem Beet, da fühlen die sich sehr wohl in dieser halbschattigen Lage. Und sie sollen heilende Wirkung haben. Nachher dein Thema, ne? Da kommen wir noch dazu. Genau. Super. Also jetzt haben wir hier eine Situation,
wo schon die Farne wachsen seit Jahren, wo es ein paar Lücken hat, die wir noch schließen können. Und da haben wir hier den Wurmfarn. Der hat, finde ich, so kräusliche Blätter. Das ist die Sorte Cristata, also gekräuselt heißt es übersetzt. Finde ich ganz spannend, großartig. Also genau. Wie gesagt, die pflanzen wir jetzt nachher dann als Gruppe wunderbar. Mhm. So, okay, dann gehen wir hier weiter und dann sieht man hier, das sind die Sporen. Ah, ja. Es gibt 200 Gattungen. Mhm. 10.000 Arten und auch weltweit, die wachsen auf allen Kontinenten. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Die Vielzahl der Farne zu kennen, ist eine Wissenschaft für sich. Im Unterschied zu den Blütenpflanzen bilden Farne keine Samen, sondern Sporen. Sie sitzen auf der Unterseite der Farnwedel und sind als Punkte, Striche oder Tüpfelchen zu erkennen. Faszinierend auch die Austriebe. Für jeden Garten finden sich Farne in der passenden Größe. Farne sollen ja auch heilende Wirkung haben. Da habe ich bis jetzt keinerlei Ahnung davon. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also viele sind giftig, aber es gibt heilende Wirkung. Mhm. Und ich habe dir jetzt schon irgendwie zuguckt, aber mein Blick ist hierher zu diesem Hirschzungenfarn gegangen. Okay. Weil das ist wirklich der Farn, der in der Naturheilkunde schon seit Urzeiten verwendet wird. Und ich würde so gern was von ihm ernten. Hättest du mir denn ein Erhard? Bitte schön. Danke dir. Bedien dich. Also hier hat es so viele. Er wächst ja auch nach. Also schneid mutig ab, was du brauchst. Okay, das mache ich. Wir wollen den Zuschauern richtig was bieten. So. Ich packe sie dann hier zusammen. So, dann gehen wir zusammen mal rüber und machen was aus dem Hirschzungenfarn. Ja. Ich soll diesen Hirschzungenfarn hier in 1 cm Stücke schneiden. Das mache ich natürlich brav, wie du es gewohnt bist. Aber was machen wir jetzt mit dem Farn? Du, wir machen hier eine Rezeptur. Und zwar, die ist schon ganz, ganz alt, nach Hildegard von Bingen. Okay. Das heißt, dieser Hirschzungenfarn, den du jetzt so schön klein schneidest, der wird in Weißwein gesotten. Also Hildegard von Bingen, wie immer mit Wein. Das habe ich sie in meine liebste Naturheilmedizin. Ich weiß. Genau. Da dazu kommt ein bisschen Honig, dann kommt Zimt dazu und es kommt Pfeffer dazu. Okay. So, und was kann der? Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Genau. Ganz wichtig. Also im Prinzip kann man sagen, das ist ein Allrounder. Und zwar einfach, weil er dem Körper hilft zu entgiften. Genau, also Entgiftung heißt Entgiftung. Leber entlasten. Ja? Leber entlasten, die Leber unterstützen vor allem. In dem Moment, wo man die Leber unterstützen, der Körper besser entgiften kann, das tut allen Organen gut, im Blut, der Lymphe. Also das heißt, für alle Lungenerkrankungen Asthma. Bis hin zu Asthma tut er richtig, richtig geht's gut. Rein? Hinein damit, genau. Das passt schon. Also ich sage immer eine gute Handvoll, wenn er geschnitten ist. Okay. Der bleibt jetzt noch ein bisschen hier drin. Wenn du vielleicht noch ein bisschen rührst. Ja, ich rühre weiter. Dann gebe ich mal Zimt. Die Zimtstangen dazu. Ja. So, dann geben wir noch den Pfeffer dazu. Okay. Achtung. Ja, aber nicht ganz. Ne? Machst alles mal. Scharfe Sache. Oh, jo, nein damit. Mit Wein, Honig, Zimt und Pfeffer zubereitet, verleiht der Hirschzungentrank mehr Elan und Leistungsfähigkeit. Hildegard von Bingen rät, trinke davon oft, vor und nach dem Essen. Es hilft der Leber, reinigt die Lunge und heilt die Eingeweideleiden. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Auf unsere Gesundheit. Auf die Gesundheit. Ja. Naja, ich würde aber mal sagen, habe ich mir irgendwie unangenehmer vorgestellt. Der Wein kommt noch relativ gut durch. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Christel, wie fast immer bei dir. Also was gesund ist, schmeckt einfach meistens. Und das ist ganz überraschend. Das freut mich sehr. So, und das war's auch schon für heute. Machen Sie es gut. Viel Spaß im Garten. Bis nächste Woche. Das kann man dann ja aber mit dem Honig auch noch in der Süße steuern. Das ist ganz weinig.